Wie wir ja bereits schon in der vergangenen Woche berichteten, hatte das Anhaltische Theater im Rahmen des Sommer- und Johannesquartierfests zum Tag der offenen Tür in das historische Gebäude eingeladen. Und hier hatten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einiges einfallen lassen, empfingen die Besucher schon vor dem Haus und zeigten einige Auszüge aus vergangenen Spielzeiten, aber auch extra einstudierte Stücke. Da wurde auch die Parodie von Charlie Chaplin, Der große Diktator, vorgetragen. Unter dem Zeichen des Doppelkreuzes wurde in Thomanien die Freiheit abgeschafft, auch die Redefreiheit. Man hörte nur noch die Stimme von Anton Hinkel. Der Strack nicht hübschet, der wie noch Schnitzel mit der Gewirten und der Sauerkraut, wie der vierten Sacker die Erden, ein Thomania, wie sei straff, ein der fetzen Sacker tötz, er ist bleiner straff, mit der Ach, auch nicht. Pardon. Valuri verteilten Stolz mit seinen Helden Sackertüten, ein der straff mit seiner Klatsch, der straff mit sich Getätentar, mit seiner Tratsch, mit dem Tann, meiner Täter, mit der Strafen, der Strafen, der Strafen! Wie es hätte aussehen können, wenn alle Kürzungen, die von der Landesregierung gefordert und in letzter Sekunde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Anhaltischen Theaters abgewehrten Mittelkürzungen eingetreten wären, das zeigte die Aufführung eines Stückes nur mit Luftpumpen. Auch wenn sich das Orchester redlich abmühte, ohne echte Instrumente ist an eine gewohnte Qualität nicht zu denken. Im Inneren des Anhaltischen Theaters ging es spannend und bunt zu. Eine der größten Bühnen Europas wurde den Interessenten im Detail vorgestellt und die Funktionen dieses komplexen Systems gezeigt. Zudem stellte das Theater das Motto der 220. Spielzeit vor, die am 27. September mit Die Walküre beginnt. Was werden wird, ist ein passender und zugleich wegweisender Slogan für die Spielzeit 2014-2015. Eines ist sicher, die Bürgerinnen und Bürger der Region lieben das Theater mit all seinen Sparten und brachten mit ihrem Interesse zum Ausdruck, dass Kulturabbau ein falsches Mittel der Sparkunst ist.